Hallo zusammen. Das ist meine erste Ausfahrt auf meinem brandneuen, gebrauchten Chefsy. Gebraucht insofern. Ich habe das Chefsy gekauft im YT Outlet Store. Da hat sich in den letzten 2-3 Monaten lange Zeit nichts getan. Und siehe da, eines Tages gab es eine Unmenge neuer Bikes. Unter anderem dieses Chefsy CF Pro, der Build von 2016 mit leichten Gebrauchsspuren, minor signs of wear. Und bei dem Preis konnte doch nicht recht viel anders und habe zugeschlagen. Jetzt aber erstmal der erste Eindruck auf dem Trail. Wir sind hier in Wien unterwegs, jetzt gerade am Schafberg. Ja, die Wege sind schon wieder relativ trocken, wobei man vorstellen könnte, mit meinem Cross-Country-Bike hätte da schon leichte Probleme mit dem Onzas, ob man da rauf mit dem Traktor, kannte ich so noch nicht. Schauen wir mal, wie es drüben dann bergab ist. Man merkt, ich bin nur gewohnt, dass ich einen Lockout am Lenker habe. Deswegen sind die Handgriffe noch nicht ganz flüssig, wenn es darum geht, Gabel und Dämpfer aufzumachen. Für mich war ganz spannend die Größenentscheidung für den Rahmen. Ich bin 1,76 groß und bin wahrscheinlich wie viele da draußen gerade so an der Grenze zwischen zwei Rahmengrößen, zwischen Medium, also am oberen Ende von Medium und am unteren Ende von Large. Und ja, also eine ganz irgendwie schwierige Entscheidung, wenn du das Rad eigentlich eine Probe fahren kannst. Und ich habe mir dann durch diverse Reviews und Berichte über das Chefsy durchgeschaut, durchgelesen und bin eigentlich insgesamt so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass tendenziell, wenn möglich, ich vielleicht eher den größeren Rahmen nehmen möchte. Und muss jetzt so nach den ersten zwei Ausfahrten sagen, war die absolut richtige Entscheidung. Der Large passt für mich eigentlich perfekt. Der limitierende Faktor war eigentlich der minimale Auszug der Sattelstütze. Und dort passt es bei mir genau. Schrittlänge ist 84 und die Sattelstütze steckt bei mir wirklich komplett im Rohr drin und ist mit dem voll ausgezogen. Hat es genau die richtige Länge. Ja, und der Rahmen fühlt sich im Large für mich perfekt an. Ich war hier übrigens in Wien am Schafberg. Das ist ein kleiner Hügel oberhalb vom 16. und 17. Bezirk in Neuwaldeck. Kein wahnsinnig ausladendes Gelände, aber es reicht, um so problemlos eine Stunde Spaß zu haben, um ein paar Trails zu fahren. Und gibt eigentlich so von allem ein bisschen was. Das Einzige, es gibt keine hochtechnischen, schweren Downhill-Passagen, sondern es ist alles eher flüssig und spaßig zu fahren. Aber gerade um das Rad das erste Mal auszuprobieren, ganz eine nette Gegend. Man sieht es an der Lackierung, das ist ein Modell von 2016 und mit quasi kleinen Gebrauchsspuren ist gestanden. Ja, die waren wirklich minimal. Ganz, ganz kleine Matzen im Lack. Ein paar Aufkleber, die sich vielleicht schon so ein bisschen am Rand lösen, aber die Kassette war, man hat gemerkt, dass damit gefahren worden ist. Also es war sicher in irgendeiner Form ein Testbike, aber
ansonsten praktisch nagelneu, ein Top-Zustand, ein bisschen den Druck nochmal nachgestellt bei der Sattelstütze, ansonsten perfekt fahrfertig. Vom ersten Eindruck her fantastisches Bike, so wie es viele schon geschrieben haben. Ich werde sicher noch nach einiger Zeit so ein bisschen eingehendere Review dazu machen. Ich kann es dann auch recht gut vergleichen mit einem Cross Country Fully, das ich jetzt seit 2 Jahren fahre. Aber generell für mich mit Sicherheit das beste Bike, das ich bis jetzt gefahren bin. Ich bin lange Zeit, sicher 10 Jahre, 26 Zoll Hardtail gefahren, dann vor 2 Jahren das erste Mal auf dem Fully, ein Cross-Country-Bike, ich fahre viel Marathon und ja, habe dann aber gemerkt, eigentlich würde ich ganz gerne so ein Bike haben, das auch noch Spaß macht, es zu fahren, und bin mir ziemlich sicher, dass ich das mit dem Jeffsy gefunden habe. Ja, ich hoffe, dass ich noch relativ viele Videos liefern kann das Jahr. Viel Spaß. Go bike yourself.